Weihnachten bekommt ein Gesicht. Wir glauben daran, dass Gott nicht himmelweit oben auf seinem Thron sitzt, sondern dass er runtergekommen ist auf diese Erde, um jedem von uns Menschen zu begegnen in seiner Liebe. Weihnachten bekommt ein Gesicht in Jesus Christus. Weihnachten wird konkret in der Geburt von Jesus. Und das feiern wir auch dieses Jahr wieder. Und wir freuen uns, dich mit reinzunehmen in 4 Videos darüber, wer und wie dieser Jesus ist. Jesus ist einzigartig. Jesus ist außergewöhnlich. Jesus ist heilig. Und Jesus ist gnädig. Viel Spaß mit dieser Reihe und viel Inspiration für deinen Glauben. Jesus ist einzigartig. In Lukas 2, die Verse 1 bis 7, lesen wir über die Geburt von Jesus. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass es sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Weihnachten ist ein geschichtlich einmaliges Ereignis, das den Verlauf der Weltheitsgeschichte für immer verändert hat. Vielleicht kennst du diese Geschichte aus Lukas 2, die ich eben vorgelesen habe. Du kennst sie vielleicht aus der Kinderkirche oder aus Krippenspielen, aber dafür ist sie nicht geschrieben worden, sondern sie ist aufgeschrieben, weil sie eine konkrete Geschichte, eine konkrete Erzählung über die Geburt von Jesus ist. Und die Orte, die Menschen, die Fakten darin, schreibt uns der Historiker Lukas auf, damit wir das konkret machen können, zu welcher Zeit, an welchem Ort ist Jesus auf dieser Erde geboren worden. Weihnachten ist also ein geschichtlich einmaliges Ereignis, nämlich die Geburt von Jesus. Jede Stunde werden 10.000 Babys geboren. Ich freue mich auch auf unser Baby, was bald kommt, aber 10.000 Babys jede Stunde. Warum ist es so besonders, dass dieses eine Baby in dem Stall geboren wird? Was ist das Besondere an diesem einen Baby? Allein schon diese Tatsache muss jeden von uns mal ins Fragen bekommen. Was hat es auf sich mit diesem kleinen Baby? Was ist das Besondere an diesem Baby? Wir erfahren doch, es ist ein ganz normales Baby, in Windeln gewickelt, macht sich in die Hose, schreit, kackt. All das gehört dazu. Mama und Papa werden genervt durch das Baby. Aber was ist das Besondere an diesem einen Baby? Wir werden das erst rausfinden, wenn wir das weitere Leben von Jesus anschauen. Und das Hochinteressante ist, und dazu lade ich dich ein, ganz egal, wo du auf deiner Reise mit Jesus stehst, wenn wir eine Liste erstellen würden an Persönlichkeiten, an Menschen, die diese Erde nachhaltig geprägt haben, die wichtigsten Einflussnehmer, Influencer der damaligen Zeit und auch heutigen Zeit, würde keiner von uns an Jesus vorbeikommen. Und das ist hochinteressant aus mehreren Gründen. Jesus hat zum Beispiel nie ein Buch geschrieben, Jesus hat nie in einem Palast gewohnt und die meiste Zeit hatte Jesus nicht mal ein Dach über dem Kopf. Die Menschen, mit denen er abhing, waren keine bedeutenden Personen. Es waren eher einfache Menschen, Fischer, ganz normale Menschen aus ihrem Berufsalltag. Und trotzdem hat Jesus so einen großen Einfluss genommen. Bis heute lassen sich viele Millionen Menschen von ihm bewegen, inspirieren, verändern. Straßen wurden in seinem Namen benannt, ganze Städte wurden in seinem Namen errichtet oder ausgedacht, Klöster, Gebäude, Schulen, Kliniken, all das ist in seinem Namen erschaffen worden. Es gibt auch viel Unfug, was Menschen in seinem Namen tun, weil sie ihn nicht ganz verstehen. Aber diese Prägung von Jesus ist einmalig und deswegen lohnt sich der Blick darauf, hey, wer ist dieser Jesus eigentlich? Warum? Was ist aus diesem besonderen Baby aus der einen Nacht geworden? Es lässt sich feststellen, Jesus ist einzigartig. Und wir laden dich ein, mehr über diesen Jesus zu erfahren. Deswegen bleib dabei auch bei den nächsten Videos. Denn es lässt sich feststellen, in der kurzen Recherche, es lohnt sich, auf die Suche zu gehen, weil es gibt viel zu entdecken. Jesus ist einzigartig und seine Geburt hat die Weltheitsgeschichte für immer verändert.